Folge 71. Willkommen zurück bei meinem Let's Play. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut, denn ihr seht, hier die ganzen Kisten sind weg. Denn ich habe alles, was ich jetzt hatte, in allen Kisten, habe ich hier reingetan. Und hier werden wir dann jetzt also alles das finden, was wir in allen unseren Kisten gesammelt haben. Also auch die Kisten aus dem Vulkan. Und hier und überall. So, und mir ist ein Fehler aufgefallen, denn ich habe hier einen Export-Bus unten dran gesetzt. Das muss aber ein Import-Bus sein. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. Habe ich jetzt geändert. Und jetzt funktioniert es auch. So, und da kommt ein kopfloser Zombie. Mensch, war aber ganz schön kopflos, von dir einfach so bei mir reinzuplatzen. Gut. So, und hier wird das dann automatisch, zack, weggesaugt. So, was ich ja auch gemacht habe, ist, ich habe von da hinten den ganzen Scrap und so schon mal rübergeholt. Aber den habe ich jetzt noch hier in der Kiste, denn das Problem ist, unten mein Mass Fabricator ist gar nicht so schnell, als dass er all das verarbeiten könnte. So, und hier, die Kiste wird natürlich auch nicht automatisch leer gemacht. Das müssen wir auch per Hand noch machen, aber irgendwann werden wir auch das erledigt haben. So. Ich habe mir sagen lassen, dass wir das auf Orange oder was stellen müssen. Genau so, ist das richtig? Orange, so. Und dann wird das automatisch wohl hier, hier reingesaugt. Müssen wir mal gucken, ob er das auch macht. Hoffentlich. Nehmen wir das einfach mal so raus, packen das mal hier rein und schauen mal. So, ich will jetzt, dass du das hier unten rausnimmst. Ha. Nimmt das nicht? Warum nimmt das nicht? Tja, weiß wohl keiner. Na gut, dann nehmen wir das erstmal so raus. Wird sich sicherlich noch klären, warum er das so macht. Aber hier, der ist eh viel schneller. So, was mache ich mir heute? Ich habe noch ein bisschen was vor, in der Kürze der Zeit. Und zwar hättet ihr ganz gerne einen Diamond Drill gesehen. Dann bauen wir uns den noch einfach mal. Und zwar brauchen wir dafür einen ganz normalen Drill. Dafür brauchen wir erstmal Refined Eisen. Fünf brauchten wir dafür, ne? Schauen wir mal. Genau. So, dann brauchen wir eine Batterie. Dafür brauchen wir 10. Ne, mit einem N. Dann brauchen wir Redstone. Ach ja, und dann bräuchten wir auch noch ein Kabel. So, und dann machen wir uns doch mal ganz schnell eine Batterie. So, die kommt dann dorthin. Und was brauchen wir noch? Ach, einen Schallkreis. So, und dann brauchen wir wieder Refined Eisen. So, der Schallkreis kommt dann hier rein. So, und dann haben wir unseren Mining Drill. Den Mining Drill können wir jetzt mit Diamanten zu einem diamantenen Mining Drill machen. So, Diamond Drill. Perfekt. Aber jetzt lass uns doch mal gucken, wie denn das mit diesem Advanced aussieht. Dafür brauchen wir wieder zwei Schaltkreise und dafür bräuchten wir wieder Kupferkabel unter anderem. So. Dann lass uns doch einfach noch mal ein bisschen Rubber. Oh, wir haben keinen Gummi mehr. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut.
Tja. Dann werden wir uns doch mal ein bisschen Rubber herstellen gehen. Haben wir denn noch eine Axt? Die haben wir. So, und hier ist irgendwo eine Spinne, die mich tierisch aufregt. So, du bist nämlich sehr laut. So, hier haben wir aber noch einen Gummibaum. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir können doch einfach mal... könnten wir... hier das Holz einfach mal rausnehmen. Ja. Und stattdessen setzen wir dann da unsere Rubber Tree Setzlinge rein. Das sollte doch... Komm, hauen wir die mal alle ab hier. Ihr habt mir gute Dienste geleistet, aber ich brauche euch jetzt erstmal nicht. So. Ja, jetzt kommen die natürlich alle hier wieder rein, aber das soll ja nicht. Der soll mir ja nur die Gummibäume machen. So, ich hoffe, der tut das dann jetzt auch. Warum? Was hast denn hier für ein Problem? Hast du keinen Humus mehr? Freund, müssen wir uns da, Tatsache, müssen wir uns auch wieder neues Humus machen. Aber auch das sollte ja kein Problem sein. Dann müssen wir mal gucken. Brauchen wir wieder Fertilizer und Dirt? So. Komm mal weg hier. Holzen wir das mal eben ab, damit hier nichts mehr runterfällt. Und was wir uns dann auch machen können, ist eine Quantumrüstung. So, gut, du machst mir jetzt hier fleißig bitte Gummibäume. So, ich weiß gar nicht, kann ich dich nicht manuell zum Wachsen bringen? Geht das? Nee, geht nicht. Na gut, dann nicht. Aber wir können noch mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen Humus hatten. Ich glaube, ich hatte mir noch mal so viel hergestellt. Schauen wir einfach mal in der Kiste. So, das kommt dann auch mal alles da rein. Und dann suchen wir mal. Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir ein bisschen Fertilizer. Dann nehmen wir ein bisschen davon. Oh, das reicht nicht. So, und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Humus. So, 1, 2, 3 und 4 Stacks. Perfekt, das kommt dann also wieder in die Baumfarm. Das kommt auch da zurück. Ja gut, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir... genug Gummi haben. Den Baum können wir auch mal abholzen. Ja, aber du sollst hier nicht sein. Und du bitte auch nicht. So. Gut, dann ersetz mal bitte alles und fang mal an, hier fleißig zu arbeiten. Dann machen wir das anders. Hauen wir das hier mal um. Oh, kein Platz zum Graben. So, perfekt. Und dann kommt das eben in den Extractor. Und dann kriegen wir da wenigstens mal so ein bisschen Gummi raus. Hier, einmal das. Danke, und das. So, jetzt haben wir aber erstmal... ach, fast genug. Welch ein Ärger. Bist du denn schon so weit? Tatsache. So, jetzt haben wir aber mal genug, um uns zwei Schaltkreise herzustellen.
Und dann wollen wir mal gucken. Also, wir haben die Schaltkreise. Dann brauchten wir Redstone. Dann Glowstone. Und Lapislazuli brauchen wir. So, wollen wir eben gucken, wie wir das jetzt angeordnet hatten. Lapis kommt hier hin. Und Glowstone kommt hier hin. So, dann haben wir zwei erweiterte Schaltkreise. Wo tun wir die denn hin? Hier, das kommt dahin. So, und jetzt brauchen wir nur noch drei Overclocker-Upgrades. Haben wir davon noch welche? Nee, natürlich nicht. Na gut. Für die Overclocker-Upgrades brauchen wir auch wieder Gummi. Ah, das haben wir nicht. Tja, gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Da. So. Dann schauen wir mal eben. Können wir uns ja doch mal ein bisschen noch was herstellen. So. Gut, mehr haben wir nicht. Okay, was braucht man jetzt dafür nochmal? Ach ja, die Schaltkreise wieder. Gut, davon brauchen wir aber dann noch ein paar mehr. Dann müssen wir warten. So, aber lass uns doch mal eben nach unserem UU-Meter gucken, denn da haben wir auch schon eine ganze Menge. Und das nehmen wir uns auch mal raus. Denn mit dem UU-Meter können wir ja jetzt arbeiten. Und zwar in dieser Anordnung bekommen wir dann da unser Iridium-Erz. Und ja, das war's. Dann können wir das wieder zurückpacken. Da kommt das auch mal. So, wenn wir jetzt also uns eine Quantumrüstung bauen wollen, wird das geschrieben so, fangen wir mal mit diesen Schuhen an. Dann bräuchten wir Rubber Boots. Dafür bräuchten wir wieder Rubber und gelbe Wolle. Haben wir alles nicht. Die Nano Suit Boots, die haben wir. Was ist das? Das ist ein Lapotron-Kristall. Dafür brauchen wir auch wieder Gummi. Auch das haben wir nicht. Und hier brauchen wir Indirium-Erz, Advanced Alloy und ein Diamant. So, und davon brauchen wir dann erstmal zwei Stück. Oh, dann haben wir auch keine Diamanten mehr. Oh, oh. So. So wird das gebaut, ne? Genau, also dann hätten wir auf jeden Fall schon mal zwei Indirium-Platten. Ja, und auch für den Rest müssen wir jetzt warten. Das heißt, auch das packen wir mal wieder zurück. Ja, alles, weil wir zu wenig Gummi haben. Und alles, weil ich nicht da dran komme. Aber jetzt gehe ich doch mal gucken, ob ich nicht irgendwie an meinen elektronischen Tree-Tab komme. Der müsste ja noch in der MFE sein, richtig? Sollte eigentlich. So. Nee, ist er nicht. Okay, ich dachte, ich hätte den da mal reingepackt. Packt, wohl nicht. Komm, das kommt mal hier rein. Ja, na gut. Dann gehen wir nochmal in unserem kleinen Lagersystem schauen, ob wir den nicht finden. Tja, ach, ich hätte schon viel früher umrüsten müssen. Naja, egal. Da ist er, mein elektronischer Tree-Tab. Gut, hier ist soweit alles voll. Ja, dann gehen wir doch mal manuell auf Gummisuche. So, schauen wir mal an, wie viele Bäume jetzt hier schon sind.
ein bisschen was hat er also schon getan. Sehr gut. Sehr gut. Trotzdem gehen wir gucken. Ja. Aber ich glaube, das wird noch die ein oder andere Folge dauern, bis wir unsere komplette Quantum Sew zusammen haben. Oder ich baue einfach einen zweiten Mass Fabricator und stelle den daneben. Dann haben wir in der doppelten Geschwindigkeit das Zeug produziert. Oh, er schießt die Sau mich. Jod, lass uns mal nach Gummi gucken hier. Peng, peng. Ich mag ja keine Spinnen, ne? So. Oh, ein Achievement haben wir errungen. Da gibt's nix. Tja, ja. Ist natürlich eine super Ausbeute, wenn wir da 6 Bäume stehen haben. Können wir natürlich auch nicht viel erwarten. So, kannst du mal auf für mich abzuschießen? Ja. Hallo. Ah, oh, jetzt kommt da auch noch so eine Spinne mit Reiter an. Ich glaube, es geht los. Gut. Gibt's hier noch mehr Gummi? Gib mir deinen Gummi. Nee, natürlich nicht. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Aber irgendwann werden entlang dieses Weges viele Gummibäume stehen. Dann werde ich zwar kein Gummi mehr brauchen, aber sie stehen da. Oh nein! Nicht explodieren. Huh. Ja gut, dann fliegen wir einfach nochmal kurz zurück. Und dann werde ich einfach warten, bis wir ein bisschen mehr Gummi hergestellt haben. Also den Grundstein haben wir jetzt gelegt. Wir haben auch angefangen, uns den Diamond Drill zu machen. Dass ich meinen Fehler mit der Import-Export-Röhre da ausgemerzt habe, habe ich euch auch erzählt. Oh. Ja, dann haben wir alles geschafft, was wir heute schaffen wollten. Ein bisschen Juju-Mette haben wir verarbeitet. Oh, das wird aber eng jetzt. So. Dann packen wir das auch mal wieder hier rein. Ja, und wie gesagt, ach guck mal, wir könnten uns hier auch diese Overclocker-Upgrades erstmal nehmen, um uns den Diamond, diesen erweiterten Drill herzustellen. Machen wir auch. Ha! So, der Extractor, der kann ruhig ein bisschen langsamer laufen. Dann klauen wir einfach hier. Oh. So, guck an. Ein Advanced Diamond Drill haben wir jetzt. Ja, Freunde. Eure kühnsten Träume gehen in Erfüllung, was? So, warten wir noch, bis der voll ist. Warum machst du nicht voll? Machst du erst nach der Reihe voll, oder wie? Okay, ist sicherlich nur ein Anzeigefehler. Oder muss ich den in der Hand haben dafür? Ach ja, Tatsache, ich muss den in der Hand haben. Okay. Ja, und so, Leute, wir haben einen Advanced Diamond Drill. Dann könnten wir uns ja als nächstes noch ein Advanced Jetpack bauen. Dieses hier. Ja. Dafür brauchen wir auch eine ganze Menge. Boah, vielleicht baue ich den auch mal im Zeitraffer. Das weiß ich noch nicht. Tja, wollen wir mal gucken. Wir könnten ja mal langsam anfangen, um zu schauen, ob wir nicht, guck mal, Carbonplatten haben wir auf jeden Fall schon. So. Den normalen Jetpack haben wir auch. Dann brauchen wir noch hier den erweiterten Schallkreis wieder. Und ach ja. Ach komm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.